Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vorlesung. Es ist mir eine große Freude, heute Abend einen sehr geschätzten Kollegen als Gast und Vortragenden begrüßen zu können. Kurz nur für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Gertrud Pickern und ich leite die Abteilung Geschichte am Osteuropa-Institut der Freien Universität. Herr Katzer ist insofern, denke ich, ein ganz besonderer Gast in dieser Vorlesungsreihe, weil er den Blick auf unser Thema sowohl von der Binnenperspektive her, als auch von einer Außenperspektive her werfen kann. Nikolaus Katzer ist seit 2010 der Direktor des Deutschen Historischen Institutes in Moskau und leistet dort eine unglaublich wichtige Arbeit für die deutsch-russischen Historiker und Historikerinnen Beziehungen. Herr Katzer war, bevor er nach Moskau ging, an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr tätig und hat dort ein, wie ich finde, hochspannendes Forschungsprojekt initiiert und geleitet über Sport und Körperkultur in der Sowjetunion im Ostblock. Er hat eine große, viel beachtete Studie über die weiße Bewegung, also den Kontext Bürgerkrieg nach 1917 vorgelegt. Und was uns verbindet als Forschungsinteresse, ist ein Blick auf die Wechselwirkungen von Literatur und Belletristik. Herr Katzer ist ein sehr ausgewiesener Osteuropa-Historiker, wie gesagt, mit Sitz in Moskau, aber einem nicht russischen Blick auf das, was jetzt in Moskau passiert und was in der Geschichtswissenschaft passiert. Und ich denke, wir können einen sehr spannenden Vortrag im Hinblick auf die Vergegenwärtigungen der Oktoberrevolution im heutigen Russland erwarten. Schön, dass Sie da sind. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Pickern, für die freundliche Vorstellung. Meine Damen und Herren, ich bin 2,5 Stunden nach Westen geflogen, in der Hoffnung, es bei Ihnen etwas wärmer zu haben. Das hat sich nicht ganz bestätigt, aber ich bin gern nach Berlin gekommen. Es herrscht zu Recht Beunruhigung. Vor 25 Jahren wurde die Revolution zu Grabe getragen. François Furet sprach vom Ende der Illusion. Und heute scheint sie wieder da zu sein, natürlich verändert, nicht so recht erkennbar. Niemand weiß so recht, worin sie besteht, wohin die widersprüchlichen Ereignisse der Gegenwart führen werden. Aber immerhin, manche haben das Gefühl, man sei vielleicht am Vorabend einer neuen Revolution. Wer vor über gut 100 Jahren in eine russische Auslandskolonie kam, wie etwa der junge Ossip Mandelstamm 1909 und 10 als Gasthörer nach Heidelberg und dort auch die Piragowsche Lesehalle besuchte, der musste unweigerlich den Eindruck gewinnen, es habe ihn in eine prärevolutionäre Pläneschmiede verschlagen. Wie in einem Brennglas konzentrierten sich die unterschiedlichsten Erwartungen auf ein nahes Ende der bestehenden Ordnung in Russland, obwohl gerade dort die ökonomischen und militärischen Eliten sich 1913 eher auf eine glanzvolle Zukunft des Zarenreiches einstellten. Für zahlreiche politische und intellektuelle Emigranten galt es als ausgemacht,
dass die Welt der Imperien sich am Vorabend einer großen Umwälzung befand. Trotz heftiger Meinungsverschiedenheiten grübelten ohne Berührungsängste die in dieser Bibliothek zusammengekommenen Intellektuellen. Sozialisten studierten Marx wie einen Zeitgenossen, Anarchisten hielten eher Bakunin als Kropotkin die Treue, Terroristen hingen der Erinnerung an vergangene Attentate nach, Schriftsteller ließen sich davon inspirieren. Wohin fliegt das Land, fragte jüngst ein russisches Journal. Gemeint war nicht seine politische Zukunft, sondern der Strom der Touristen, der sich im Schatten von Flugzeugattentaten und Wirtschaftskrise nicht mehr an die Strände Ägyptens und der Türkei ergießt, sondern, ja, das ist die Frage, die sich nicht nur die Reisebranche, sondern auch Regierungskreise stellt. Wohin reist eigentlich der patriotische Zeitgenosse? Russland ist in einem grundsätzlichen Sinn auf der Suche nach sich selbst, nach dem Ort seiner Bestimmung, seiner Rolle im postsowjetischen Raum, in Eurasien, in einer neuen Weltordnung. Mit der Erosion des 7. November als Staatsfeiertag ist ein blinder Fleck entstanden, der erst anlässlich des Revolutionsjubiläums in diesem Jahr ins allgemeine Bewusstsein tritt. An die Stelle der Revolution sind in den vergangenen 25 Jahren andere Erinnerungsorte getreten. 1612 oder 13, der Tag der Einheit, der an die Befreiung Moskaus von den Polen 1612 im Zeitalter der Wirren erinnert. 1812, der Baradino-Tag am 7. September 2012, hier abgebildet. Historische Festspiele finden dort auf dem Gelände der Kämpfe statt. Und natürlich 1945 oder 41 bis 45 das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg, den großen Vaterländischen Krieg. Und wie wir hier sehen, hat sich ein Moment dieser ansonsten stark militärisch geprägten Paraden in den letzten Jahren zu einem durchaus wirksamen Massenereignis gewandelt. Bis Smirtni Polk, das unsterbliche Regiment, ist eine neue Form gemeinschaftlichen Begehens des 9. Mai. Enkelkinder, Freunde, die Jugend vor allem trägt Bilder von Veteranen an diesem Feiertag vor sich her. Können diese Feiertage, diese drei oder auch noch andere, die Lücke schließen, die der Wegfall des Revolutionsfeiertage gerissen hat? Am Vorabend des Jubiläums wird klar, ignorieren lässt sich 1917 nicht. Wo aber soll der einstige Eckpfeiler im Geschichtsbewusstsein am Gebäude des neuen Russlands stehen? So einfach wie der Erste Weltkrieg wird sich die Revolution nicht in das historische Gedächtnis reintegrieren lassen. Von diesem durchaus dramatischen Vorgang einer Geschichtsrevision, der sich auf unterschiedlichen Ebenen abspielt, soll mein Vortrag handeln. Und zwar möchte ich folgende Aspekte berühren. Erstens möchte ich ein paar allgemeine Bemerkungen
zum gegenwärtigen geopolitischen Kontext dieser Geschichtsrevision vorausschicken. Dann etwas über die Revolution im Zwielicht zur Veränderung eines historischen Erbes sagen, etwas über den Stand der Wissenschaft. Dann die Frage, wie aus dem revolutionären Optimismus Revolutionsfurcht werden konnte. Schließlich etwas allgemeiner Fragen, wie die Suche der vor allem der Bildungsbehörden nach einer besseren Geschichte für die Lehrbücher vor sich geht. Und dann etwas über die aktuelle Denkmalskultur, die im Umfeld dieses Jubiläums sich angesammelt hat, erläutern. Zum zeitgeschichtlichen Kontext. Im Unterschied zu anderen historischen Großereignissen, die in den vergangenen 25 Jahren in die russischen Geschichtsbücher zurückgeholt wurden, besitzt das Revolutionsjubiläum zweifellos eine stärker politische Komponente. Es wird nicht der Wissenschaft überlassen, gleichwohl spielt die Wissenschaft eine wichtige Rolle bei der Bearbeitung dieses unverzichtbaren Rohstoffes. Seit 1991 ist die geschichtspolitische Standortbestimmung des neuen Russlands im Fluss. Das vielfältige sowjetische Erbe wurde teils angenommen, teils marginalisiert, teils abgelehnt oder, wie es häufig ist, in der Schwebe gehalten. Dies spiegelt sich beispielsweise in parallelen Konzepten auf dem Feld der internationalen Politik. Die Gemeinschaft der unabhängigen Staaten, die GUS, besteht noch, obwohl sie kaum funktionsfähig ist. Der lose Verbund mit Schwellenländern, den sogenannten BRICS-Staaten, die gemeinsam nach einem Anschluss an führende Industriemächte suchen. Dann die Verbindung Russlands zum südostasiatischen Wirtschaftsraum, den ASEAN-Staaten, auf die sich auch China, Japan und Südkorea konzentrieren. Und schließlich das Konzept einer eurasischen Wirtschaftsunion, wobei man nicht weiß, ob Russland hier mit China zusammengehen wird oder ob es ein Wettbewerb werden soll. Der Integrationsgrad dieser Organisation ist offen, ebenso wie die Frage, ob der Druck auf Russland durch die Europäische Union und die NATO nachlassen wird. Wie wird sich das Verhältnis zum ökonomisch starken China und zu den neuen USA entwickeln? Jedenfalls hat der Versuch, Russland nach der Annexion der Krim, Sie wissen, offiziell ist von einer Wiedervereinigung die Rede, und dem kriegerischen Konflikt in der Ostukraine zu isolieren, angesichts der aktuellen Veränderungen nur sehr bedingt Erfolg gehabt. Das Eingreifen in den Syrienkrieg und in den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat hat das Gewicht Moskaus als Akteur bei einer Lösung der Krise im Nahen Osten erhöht. Diese weltpolitischen Verschiebungen bilden den Kontext einer Geschichtsrevision, die, wie wir wissen, keineswegs nur in Russland in vollem Gange ist. Der historische Grundbegriff Revolution unterliegt einer dynamischen und hybriden Aktualisierung und verlangt nach einer Neubestimmung, weil die Revolutionen der Gegenwart, die Blumenrevolution, die Farbenrevolution, eine Schneerevolution oder die Arabellion, den einstmals dominanten sowjetischen Gründungsmythos verschieben, verdrängen, jedenfalls neu aufladen.
weil die nicht abgeschlossene Revolution von 1989-91 immer wieder auf die unbewältigten Anfänge von 1917 zurückverweist und weil das bevorstehende Jubiläum 2017 Geschichtspolitiker und Didaktiker vor ein Dilemma stellt. Wie lässt sich das inzwischen für die Staatsidee, die Legitimation des heutigen Russlands und das Geschichtsbewusstsein seiner Bevölkerung nahezu exklusive Gedenken an den großen Vaterländischen Krieg mit dem weitgehend erloschenen Mythos vom Roten Oktober in Einklang bringen? So gesehen richten wir beim Blick auf 1917 das gesamte 20. Jahrhundert oder besichtigen wir dieses 20. Jahrhundert neu. Hier hat sich leider ein Fake News oder wie es neuerdings heißt, ein alternatives News eingeschlichen. Links ist nicht wirklich die erste Parade 1919, sondern das ist ein Foto von einer Rede Lenins im Mai 1919 vor Angehörigen der sogenannten Wsjewabutsch-Bewegung, einer militärsportlichen Vereinigung. Hier ist mir das falsche Foto reingerichtet, aber rechts haben wir tatsächlich die letzte Parade, offizielle Parade 1990. Also wir nehmen dieses gesamte 20. Jahrhundert, seinen Beginn 1914 bis 1922, Ersten Weltkrieg, Revolution, Zusammenbruch des Zarenreiches, Bürgerkrieg und Gründung der Sowjetunion in den Blick. Dann seine Mitte 1935 bis 1945, Terror, stalinistischer Historizismus, Zweiter Weltkrieg und sein Ende 1985 bis 1991, Auflösung des sowjetischen Hegemonialsystems, Zusammenbruch der Sowjetunion, Postkommunismus. Zum Wandel des historischen Erbes Revolution. Es ist keineswegs so, dass die Geschichte der Revolution neu geschrieben werden müsste. Die internationale Forschung hat in den vergangenen 25 Jahren wesentlich dazu beigetragen, nicht nur das Großnarrativ der Bolschewiki zu dekonstruieren, sie hat auch manche Verzerrung und Schönfärbung westlicher Deutungen korrigiert. Darauf möchte ich hier nicht im Einzelnen eingehen, nur einige knappe Bemerkungen zu den Blickverschiebungen möchte ich anführen. Die Revolution von 1917 war ein Glied in einer längeren Kette von Krisenphänomenen, die der große Krieg, der Erste Weltkrieg, beschleunigte, teilweise aber auch erst auslöste. Peter Holquist spricht in diesem Zusammenhang von einem Kontinuum der Krise im Zarenreich und datiert sie von 1914 bis 1921. Die in jüngster Zeit explodierte Forschung zu Gewalt und Terror überdeckt gelegentlich, dass Revolution bei den Zeitgenossen nicht zuletzt einen Überschuss an mehr oder weniger konkreten politischen und sozialen Erwartungen an eine nahe oder fernere Zukunft meinte. Sie manifestierten sich in den Tagen der Freiheit im Frühjahr 1917, gingen aber auch danach nicht verloren. Es ging um Demokratie, um Verfassungs- und Rechtsstaat, um soziale Gerechtigkeit. Hier das Bild einer Revolution, einer Demonstration im Februar an dem wichtigen Tag, der 23. Februar. Arbeiterinnen und Arbeiter der Putilow-Werke gehen auf
die Straße und wir sehen hier, was bei solchen Fotos relativ selten ist, tatsächlich lachende, freundliche Gesichter im Vordergrund. Nicht zu überschätzen ist der kulturrevolutionäre Aspekt, der Traum vom Laboratorium befreiter Künste. Hier hat Richard Stites den Umschlag utopischer Ideen in gelebte experimentelle Praxis tendenziell in die frühen 20er Jahre verschoben. Wir wissen aber, dass diese revolutionären Experimente auch schon seit der Jahrhundertwende im Gang waren. Symbolisiert hier in einem Bild, das zwar in die Mitte der 20er Jahre datiert, aber ein Vorbild von 1913 vom selben Maler Kuzma Petrov-Votkin hat. Das rote Pferd steht für Blut, für Freude, überspringt quasi das zurückgebliebene Dorf und springt in eine verheißungsvolle Zukunft. Und wir haben eine ganze Reihe von Forschungen zur verheerenden Wirkung des Ersten Weltkriegs auf die multiethnische Gemeinschaft des Zarenreiches, über diskriminierende Gesetze, Deportationen und gewaltsame Exzesse, die Russland in kurzer Frist in ein wanderndes Imperium verwandelten. Peter Gatterall hat hier die maßgebliche Studie vorgelegt. Im Bürgerkrieg eskaliert diese Praxis und Millionen von Flüchtlingen lassen die Städte anschwellen. Und einen letzten Aspekt aus der jüngeren Forschung möchte ich erwähnen, weil er jetzt in den aktuellen Arbeiten noch einmal zum Tragen kommt. Das ist die Desakralisierung der Monarchie in den ersten Jahren nach der Jahrhundertwende. Hier hat vor allem Boris Kolonitsky die bedeutenden Studien vorgelegt. In dieser Auseinandersetzung mit der Desakralisierung spielt vor allem der Mönch Rasputin eine zentrale Rolle, eine Skandalfigur der Epoche, der gelegentlich als der große Sündenbock des späten Zarenreiches dargestellt wird. Und diese Desakralisierung der Zarenfamilie kommt vor allem in unzähligen Karikaturen zum Ausdruck, die die verheerende Wirkung des Mönches auf die Zarenfamilie, vor allem auf die Zarengattin zum Thema hat. Diese Liste an zentralen Themen ist weder vollständig noch soll sie suggerieren, als wüssten wir schon alles Wesentliche über die Revolution. Im Gegenteil dürfen wir gespannt sein, was vor allem auch die russische Wissenschaft in diesem Jubiläumsjahr und danach an neuen Einsichten liefern wird. Wie kam es nun von der Revolutionseuphorie zur Revolutionsfurcht? Spätestens seit den Protesten gegen manipulierte Wahlergebnisse im Dezember 2012 geht auch unter den herrschenden Eliten Russlands die Revolutionsfurcht um.
Die Ereignisse in Kiew lösten schließlich Alarm aus. Sie weckten die Befürchtung einer unkontrollierbaren Kettenreaktion. Mochte der Rote Oktober auch nicht mehr ausgiebig gefeiert werden und sein historischer Kern bei den Menschen längst verblasst sein, hier schien er sich zu vergegenwärtigen oder in neuem Gewand zu zeigen. Doch ist der Niedergang des Revolutionsgedächtnisses älter als diese jüngsten Beispiele, etwa die Feiern 1977 waren schon eher pflichtgemäß, fast unpolitisch gedachte man der Revolution. Die Revolution ist nicht mehr der inspirierende Motor für die prestigeträchtigen Großvorhaben unter Brezhnev, der Automobilbau oder der Bau der BAM, der zweiten transsibirischen Linie. Mobilisiert werden diese Großprojekten eher in Anlehnung an die Stalin-Periode, nicht mehr an die Revolution. Oder erinnern wir uns an das Jahr 1987 und den Revolutionsfeiertag. Die Mehrheit der Russen datiert den Beginn der Perestroika bis heute auf dieses Jahr 1987. Gorbatschow hielt den Jubiläumsvortrag, wich aber nur in Nuancen von der bisherigen Interpretation der Revolution ab. Dennoch, der Fluchtpunkt der sowjetischen Geschichtsbetrachtung war entzaubert. Ein Weg zurück zu diesen Anfängen schien verstellt. Und schließlich 1997, nach dem Ende der Sowjetunion, zum 80. Jahrestag, stand außer Zweifel, dass der Rote Oktober erledigt war. Mit ihm war ein ganzes Zeitalter. Der Heroismus der Sowjetmenschen, der Kult um die Bolschewiken, die Idee weltweiter Gerechtigkeit ad acta gelegt. Im Vorjahr schon hatte Präsident Jelzin den Revolutionstag zum Tag der Versöhnung und der Eintracht erklärt. Trotzdem war der Feiertag nicht zu retten. Waren die Revolutionen nicht länger Lokomotiven der Geschichte? Die Geschichtsvergessenheit war aber nicht punktuell, sondern epidemisch. Jeder Jahrestag, jedes Jubiläum löst seither eine Woge historisierender Produkte in Medien und sozialen Netzwerken aus. Sie zeigt, dass die Fundamente geschichtlichen Wissens schwach und labil sind. Mit den populären Schnellkursen kann die akademische Zunft kaum Schritt halten. Geschichte ist bereits wieder revidiert, bevor ihr letzter Stand gelehrt ist. Hierzu zählen die eingangs genannten Beispiele 1613, 1812. Nun, wie geht man mit dem Verlust des Geschichtsbewusstseins oder überhaupt der Geschichtskenntnis um? Wie verläuft die Suche nach dem guten Geschichtsbuch, nach der besseren Geschichte? Der Wunsch, neue Geschichtsbücher zu schreiben, die Curricula für Schule und Universität zu ändern, ist noch relativ jung, entspringt aber der Erfahrung der letzten 25 Jahre. Seit Anfang der 1990er Jahre war der Geschichtsunterricht oft dem Gutdünken der Lehrer und Dozenten überlassen. Was vermittelt wurde, entschieden mehr oder weniger sie selbst. Die einen nutzten die alten sowjetischen Lehrwerke,
gelegentlich nach eigenem Ermessen um neues Wissen ergänzt. Andere stellten eigenständig Materialien zusammen, die ihnen im Zuge der Archivrevolution und der Explosion des Medienmarktes in Hülle und Fülle zufielen. Die zwei Schlagworte, die jedem Historiker das Herz höher schlagen lassen, lauten Sikretner, geheim, und Rassikriertschener, deklassifiziert, also zugänglich. Und wer in den letzten Jahren der Perestroika in Russland war, hat mit großem Vergnügen die Explosion des Medienmarktes verfolgt. Es kamen neue Zeitungen und Zeitschriften auf den Markt, die man gar nicht alle an einem Tag lesen konnte. So nahm man sich vor, täglich 4 oder 5 dieser neuen Blätter zu konsultieren. Nicht allein die Kenntnisse über das Jahr 1917 verloren sich, insgesamt breitete sich neben Desinteresse bestenfalls ein Halbwissen um die eigene Geschichte aus. Medienberichte sehr unterschiedlicher Güte über historische Episoden und Personen stoßen in dieses Vakuum. Sie lösen teils Erstaunen, teils Unsicherheit aus, gelten als sensationell oder befördern Spekulationen. So mündete das formelhafte Wissen sowjetischer Einheitslehrbücher in Orientierungslosigkeit. Dies leistet der Desinformation Vorschub und begünstigt die Neigung, hinter allem Unbekannten Verschwörungen aller Art zu vermuten. Das internationale Finanzkapital, die Weltbourgeoisie, die Amerikaner, die Freimaurer, jüdische Revolutionäre, Fremde im Allgemeinen. Und ein Beispiel aus der jüngeren Zeit: Seit den 60er Jahren sind Dokumente des Deutschen Auswärtigen Amtes bekannt, dass mit Wissen des deutschen Generalstabes die Revolutionäre in den Gegnerstaaten unterstützt wurden, eben auch die Bolschewiki und Lenin. Diese Dokumente werden in jüngerer Zeit erst rezipiert und manche fragen ganz ratlos, ist denn die Revolution tatsächlich bloß gekauft gewesen? Was weiß die mittlere, die ältere, die mittlere und die jüngere Generation von der mehr als 1000-jährigen wechselhaften Geschichte des Staatswesens, das alte Rus, Moskowien, Petersburger Reich, Sowjetunion hieß und heute Russländische Föderation heißt? Solche Fragen sind weder belanglos noch leicht zu beantworten. Umfragen nach sind die Kenntnisse der Geschichte des 20. Jahrhunderts sehr rudimentär, von der älteren Geschichte zu schweigen. Seriöse Printmedien und inzwischen auch schon erste zeithistorische Analysen erinnern uns daran, wie unterschiedlich etwa die 1990er Jahre, die sogenannte Perestroika mit eingerechnet, in West und Ost beurteilt werden. Sie sehen ein Foto der sehr verbreiteten Flohmärkte in den 90er Jahren hier vor dem Luzhniki-Stadion mit der Lenin-Skulptur, dann die allgegenwärtige Kriminalität und das Bandenwesen und die
Belagerung des Weißen Hauses. Bestandteil der Stabilisierungspolitik nach der Ablösung Präsident Jelzins 1999 war die Suche nach einer neuen Rolle Russlands in der internationalen Politik. Nach innen gewendet verlangte der Kurswechsel eine konsistente Staatsdoktrin, flankiert durch eine national-imperiale Identität und ein möglichst kohärentes Geschichtsbewusstsein. Was versprechen nun die Curricula, die in den vergangenen Jahren entwickelt wurden, und wohin geht die Reise? Dieses Motiv hat eine doppelte Bedeutung und ich habe es aus zwei Gründen ausgewählt. Der Recke am Scheideweg von Wassenitzow ist einmal ein sehr berühmtes und bekanntes Motiv, das fast jeder kennt und das auch in jüngerer Zeit gern wieder herangezogen wird, wenn es darum geht, die offene Zukunft beschreiben zu wollen. Und ein zweiter Aspekt ist, dass gerade die ältere Malerei, also die Malerei vor allem des 19. Jahrhunderts, in jüngerer Zeit in der russischen Bevölkerung auf großen Zuspruch stößt und Ausstellungen über diese Maler, etwa Serow, Wassenitzow und andere, sehr gut besucht sind. Es bilden sich wieder Schlangen vor den Museen. Ich komme nun zu einigen Beispielen über den Sturz und die Wiederkehr von Denkmälern im Zusammenhang mit der Suche nach einem neuen Geschichtsbild. 1917, 1991, 2017, das heißt vor 100 Jahren, vor 25 Jahren und heute wieder, stürzen die Denkmäler in Russland, Osteuropa und auch anderen Gegenden der Welt. Hier zwei sehr berühmte Beispiele, das eine aus der Revolutionszeit, hier 1918, die Demontage des Denkmals Zars Alexanders III. Und 1991 die Demontage des Dzerzhinsky-Denkmals vor der Lubjanka in Moskau. Über Jahrzehnte gab es einen von der Staatsführung intern festgelegten Kanon an denkmalwürdigen Ereignissen und Personen. Mit wenigen Ausnahmen beschränkte sich der Katalog der Stoffe und Motive auf die Sowjetzeit. Eines Monuments würdig waren durchgängig nur wenige Sowjetführer. Revolution und Bürgerkrieg kannten nur rote Helden und rote Opfer. Dieses Monument aus dem westlichen Territorium des ehemaligen Zarenreiches Christi 1918 ist erst 1969 eröffnet worden und erinnert an die ersten Schlachten der quasi mit diesen Kämpfen gegründeten Roten Armee in diesem Gebiet von Pskow. Nicht genug kehren auch die älteren Epochen schrittweise ins öffentliche Bewusstsein zurück und finden durchaus ungleichmäßige Beachtung. Nun möchte ich einige weitere Beispiele zeigen.
Neue Denkmäler betreffen vor allem einzelne Zaren oder die Zarenfamilie, die heute als Märtyrer der Revolution und des Bürgerkriegs gefeiert werden. Alexander Newski ist schon länger im Blick der Bildhauer. Benjamin Schenk hat eine sehr beachtliche Studie über den Alexander Newski, den Sieger über den Deutschen Orden, vorgelegt. Und hier also ein neues Alexander Newski-Denkmal in Kurgan 2007. Dieses neue Denkmal hat sehr heftige Debatten ausgelöst. Es steht nun, wie Sie sehen, in der Nachbarschaft des Kreml, sollte ursprünglich aber auf den Sperlingsbergen direkt an der Aussichtsplattform auf die Stadt, das heißt vor der Lomonossow-Universität, platzieren. Es war schon alles soweit vorbereitet, aber es gab heftige Proteste, nicht nur der Professoren der Universität, sondern eben auch anderer Moskauer. Dann wurde lange hin und her überlegt und nun steht es also auf dem Barawitskaja Platz. Das ist der Versuch, Wladimir den Heiligen nicht mehr nur als Gründer des Kiewer Reiches, sondern natürlich insgesamt des russischen Imperiums in die eigene Geschichte zu holen. Das fällt eher ein bisschen aus dem Rahmen, aber in Jubiläumsjahren wird eben auch der parlamentarischen Geschichte oder der Geschichte der Volksrepräsentation gedacht. Hier ein Bezug zwischen dem Siemski Sabor und der Staatsduma 1912. Und auch ein ganz neues und junges Denkmal, die Zurückholung des Ersten Weltkrieges in das Geschichtsbild. In der Sowjetzeit wurde dieser Krieg mehr oder weniger ausgeblendet, ist in den letzten Jahren im Umfeld des Jubiläums 2014 sehr intensiv, auch in Russland, erforscht worden. Es sind eine ganze Reihe von sehr grundlegenden Arbeiten über das Zarenreich im Ersten Weltkrieg vorgelegt worden. Und zu diesem Anlass ist auch ein neues Denkmal eröffnet worden. Es ist in den Siegespark, der ja eigentlich dem Zweiten Weltkrieg gewidmet ist, integriert worden. Gefeiert werden die Helden des Ersten Weltkriegs. Und ein besonderer Fall ist auch das Gedenken an Ministerpräsident Pjotr Stolypin, der 1911 einem Attentat zum Opfer fiel, der Russland nach der Revolution 1905 mit harter Hand zu stabilisieren versuchte und für die Terrorbewegung ein besonders erstrangiges Objekt für Attentate war. Und 1911 ist ein solches Attentat erfolgreich gewesen. Hier ein Stolypin-Denkmal, das erste Stolypin-Denkmal in Russland, in Saratow, seiner Geburtsstadt, 2002 errichtet.
Und noch ein besonders umstrittener Fall, Ivan der Vierte, den Sie vielleicht eher als den Schrecklichen erinnern, wobei die Übersetzung nicht treffend ist. Ivan der Gestrenge, könnte man sagen, dass ausgerechnet ihm nun auch nicht nur eins, es gibt noch ein zweites, ein Denkmal errichtet worden ist, hat heftige Debatten ausgelöst, im ganzen Land, aber eben vor allem auch in Aryol, dessen Gründer Ivan der Vierte gewesen ist. Und auch durch die sozialen Netzwerke ist ein Aufschrei der Entrüstung gegangen, dass man einem solchen blutrünstigen Zaren nach so langer Zeit noch ein Denkmal setzt. Es gab aber eben auch neben Protest ein Alternativdenkmal, einen blutigen Pfahl, den ein Künstler bei Kansk auf das freie Feld stellt und so, dass es in der Perspektive mit den Industrieschloten korrespondierte. Natürlich steht dieses Denkmal nicht mehr, es ist auch kein offizielles gewesen, aber es geht natürlich über das Internet um die Welt. Was dürfen wir vom Revolutionsjubiläum in diesem Jahr erwarten? Zweifellos eine ganze Welle an neuen Angeboten wird sich über die Öffentlichkeit ergießen. Zum einen natürlich wird es Angebote der offiziellen Geschichtspolitik geben, die erst relativ spät ein Programm erstellt. Erst im Dezember ist durch Erlass des Präsidenten eine Kommission gegründet worden, die diese offiziellen Feierlichkeiten in diesem Jahr gestalten soll, also Februar. Vermutlich wird der Kornilow-Putsch im Sommer eine Rolle spielen und natürlich dann der Oktober und auch die konstituierende Versammlung. Erdrückend dürften die Publikationen der Medien sein. Journale und Zeitungen haben schon im letzten Jahr damit begonnen, ihre Leser mit Artikelserien und Bildmotiven zu überschütten. Blogs, Kommentarspalten füllen das Netz. Einige Periodiker sind sogar dazu übergegangen, zu versuchen, die Ereignisse des Jahres 1917 eins zu eins zu spiegeln, das heißt zu berichten, was am jeweiligen Tag 1917 in Russland los war oder berichtet wurde. Und das wollen sie nun nachtragen. Wer also Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, der könnte ganz in dieses virtuelle Geschehen des Jahres 1917 einfangen. Die Frage ist, ob er, wenn er am 1. Januar 2018 auftaucht, sehr viel klüger ist. Vermutlich wird diese Masse an Publikationen den durchschnittlichen Leser und Zeitgenossen überfordern. Und die Wissenschaft? Nun ja, sie wird in diesem Treiben den aufrechten Gang üben müssen und versuchen, ihre Standards zu halten. In jedem Fall hat eine Sprachregelung stattgefunden, die den künftigen Umgang mit der Revolution festschreiben soll. Es wird künftig von der großen russischen Revolution
gesprochen werden. Und damit ist eben sowohl der Februar wie der Oktober zusammen gemeint, natürlich mit Ausläufern nach vorn und zurück. Und als Klammer dient der Begriff der Versöhnung. Also der Begriff, den Präsident Jelzin schon versuchte durchzusetzen, der wird nun einen Tag im November krönen. Und es wird im November auch ein neues Denkmal zur Revolution eröffnet werden. Dieses neue Geschichtsbewusstsein muss die Spannung zwischen Reichsidee und Nationalismus aushalten. Und das ist die große Aufgabe, der sich auch die Historikerinnen und Historiker stellen müssen. Die angestrebte nationalimperiale Sicht auf die Vergangenheit soll die Geschichte des komplexen Staatswesens Russland von seinen Anfängen bis in die Gegenwart nachvollziehen, als Prozess mit eigener Logik beschreiben. Und die Revolution wird in diesem Reigen nur noch ein Puzzle-Element darstellen. Hier die offizielle Ausschreibung eines Wettbewerbs für das genannte Denkmal der Versöhnung. Und dieses Denkmal wird nicht zufällig auf der Krim aufgestellt werden. Und an diesem Beispiel sehen wir, wie sich die Denkmalkultur über einen längeren Zeitraum an einem Beispiel stark verändert hat. Hier sehen wir das Originaldenkmal für Katharina II. In Simferopol auf der Krim 1890. Wir sehen dann, was aus dem Denkmal 1921 geworden ist. Ein Arbeiter hämmert auf eine Weltkugel und befreit die Welt von den Ketten. Und in den Jahren zwischen 1954 und 1971 stand nur noch ein vergleichsweise für den Sockel vergleichsweise kleiner Lenin auf dem Postament. Dann war alles verschwunden und es war nur noch ein Wasserspiel da, hier leider nicht angestellt. Und heute errichtet man das alte Denkmal Katharina und Potjomkin neu. Es ist neu gegossen worden, weil natürlich das alte Denkmal in der Revolution eingeschmolzen worden ist. Es wird in diesem Jahr natürlich auch eine ganze Reihe von Kostümfestspielen, Ausstellungen, sonstige Schülerwettbewerbe und ähnliches, Ritterspiele geben. Es gibt eine eigene Website, Russland, Rassia, meine Geschichte. Das appelliert vor allem an die jüngere Generation, sich virtuell mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen. Sie ist nachempfunden einer Ausstellung, die auf dem Messegelände WDNH gelaufen ist. Ein jüngstes Beispiel in der neuen Denkmalskultur ist
dieses Monument, das, wie Sie gleich erkennen, historischen Fotografien nachempfunden ist, von der Konferenz in Jalta Anfang 1945. Wie Sie sehen, der Sprecher, der damalige Sprecher der Duma, hält die Begrüßungsrede, wirken die Teilnehmer vergleichsweise winzig. Neben diesem Monument, das ein wenig auch an den übergroßen Peter in Moskau an der Moskwa erinnert und nicht zufällig vom selben Skulptor stammt. Ursprünglich sollte dieses Monument bereits vor 10 Jahren beim Livadia-Palast in Jalta aufgestellt werden, aber es gab Proteste natürlich seitens der Ukraine. Und dann hat man Abstand genommen und nun sozusagen nach 10 Jahren wird das Denkmal dann doch dort aufgestellt. Hier ein Beispiel für diese Eventkultur, militärpatriotischer Kultur- und Erholungspark Patriot mit Ausstellungsstücken Panzer und Militärgerät und hier die erwähnte Plattform Russland, meine Geschichte. Einige kurze Bemerkungen zum Schluss. Russland bewegt sich vorwärts in seine Geschichte, wie wir gesehen haben. Sie wird schrittweise natürlich stark segmentiert und selektiert zurückgeholt nach der Sowjetzeit. Aber was wir vor allem auch beobachten, ist, dass diese Geschichtsbetrachtung stark personalisiert ist. Es sind vor allem Herrscher, große Persönlichkeiten, die dargestellt werden, auch ganz umstrittene Persönlichkeiten. Und es ist ein akkumulatives Verfahren. Es wechseln nach Zäsuren nicht die Geschichtsbilder, sondern die Geschichtsbilder werden alle nebeneinander gestellt. Wie in einer Collage haben wir nun die Epochen dort auf einen Blick. Das bedeutet auch, dass man sich mit bestimmten kritischen Perioden nicht unbedingt intensiv auseinandersetzen muss, etwa der Frage von Opfern, sondern dass alles zueinander gehört. Das führt dann beispielsweise zu dem Phänomen, dass die große russische Revolution auch als rot-weiße Revolution bezeichnet wird, sodass der erbitterte Bürgerkrieg auf die Art und Weise auch zumindest sprachlich befriedet wird. Nach dem Willen der Politik soll Geschichte Tradition schaffen, Schule und Universität loyale Bürger heranziehen. Jedes Jubiläum wird zum Akt öffentlicher Aneignung. Diese ganzen Festspiele, Ausstellungen und populären Filme ziehen zweifellos ein Massenpublikum an und erzeugen die Illusion einer einvernehmlichen Gemeinschaft. Sie kompensieren das, was Georg Lukács 1919 die transzendentale Obdachlosigkeit des modernen Menschen nannte. Die Sehnsucht nach dem Erhabenen, dem nicht-materiellen Sinn, befriedigt in der russischen Konsumgesellschaft noch immer eher der Staat. Er steht für Sicherheit und Ordnung, deckt aber auch den Bedarf an Unterhaltung und
Zerstreuung. Lenins Werke werden wohl, kann man mit einiger Sicherheit sagen, keine Akademieausgabe mehr erleben. Im Unterschied zur Marx-Ausgabe, wie Sie wissen, die wächst und wächst. Ob der Revolutionsführer eine letzte Ruhestätte finden wird, jenseits des Mausoleums, das wiederum können wir mit Gewissheit nicht sagen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und möchte am Schluss noch einmal daran erinnern, dass in der Perestroika-Zeit natürlich Revolution auch oder das Gedenken an die Revolution auch mit Ironie verbunden war. Das ist eine Karikatur, die damals erschien, also gerade im Jahr 1990. Tut mir leid, Jungs, war halt mal so eine Idee. Good.